Der Oberbürgermeister von Rottenburg, Stefan Neher, legt einen Kranz für den Rottenburger Ehrenbürger Eugen Bolz nieder. Bolz war Widerstandskämpfer gegen die Nationalsozialisten und wurde am 23. Januar 1945 von ihnen hingerichtet. Genau 75 Jahre später fand eine Gedenkfeier für ihn statt. In der Gedenkmesse in Bolz' Heimatkirche St. Moritz in Rottenburg wurde an den festen Glauben und sein Eintreten für die Demokratie erinnert. Er machte keinen Hehl daraus, dass er dem Nationalsozialismus mehr als kritisch gegenüberstand. In seiner Predigt erwähnte Domkapitular Monsignore Dr. Uwe Scharfenecke eine Niederschrift von Bolz aus dem Jahr 1934. Tatsächlich gibt es in der christlichen Welt nur neutrale Staaten, also keine Theokratie, keine Herrschaft einer Partei, sondern neutrale Staaten, die Platz haben für alle, schon aus dieser christlichen Haltung der Toleranz und der Offenheit. Nach der Gedenkmesse hielt der Rottenburger Oberbürgermeister Stefan Neher eine Ansprache. Er mahnte an, dass die Demokratie keine Selbstverständlichkeit sei. Demokratie ist die Gesellschaftsform, die von jeder Generation neu gelernt werden muss. Und Demokratie ist stets das Ringen um Kompromisse. Das fängt an bei der Vereinshauptversammlung und geht bis ins Kanzleramt. Anschließend legte Neher den Kranz nieder. Um die Erinnerung zu wahren und das Wirken von Eugen Bolz zu würdigen, läuft seit 2015 ein Seligsprechungsverfahren für den Rottenburger Ehrenbürger.